Ja, YouTube, ich bin's laut. Ja, und jetzt geht's weiter, ne? Weiter mit Uncharted. Ja, ihr habt den letzten Part schon gesehen, beziehungsweise im letzten Statement, beziehungsweise im letzten Abschnitt des Parts, im letzten Part, den wir gemacht haben. Ja, ich bin so aufgeregt, bis ich hier gesagt habe, ja, dass mir Uncharted unheimlich gut gefällt. Gefällt es mir auch wirklich. Das heißt, wir haben gerade aufgehört, fangen jetzt direkt wieder an. Ich nehme direkt weiter auf. Weil ich einfach so geflasht bin und nicht aufhören möchte. Ich glaub's nicht, Ja, dass was haben ich wir in den draußen letzten bin. Parts so gemacht? Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Ja, Mit wir dir. In haben Italien. unseren Bruder wieder Ja, getroffen. geht mir auch Sagen wir so. jetzt mal so. Also ich denke, Ich die, die es wünschte nur, gesehen die haben, die wissen Umstände wären Bescheid. anders, weißt du? Kurz alles nochmal Ja. zusammengefasst. Also wir sind begonnen, So machen als die Nathan Sehenswürdigkeiten klein mehr war, Spaß. im Heim Oh. war, was sich übrigens reimt, wie im letzten Du Part bist also auch. nicht zum ersten Mal hier. Und Nein, ich bin dann von zum seinem Bruder dritten. mal Ich hatte besucht hier schon worden mal ein paar ist. Jobs Ja, mit dass man so ein Sergeant. bisschen so nähere Informationen Ja. zu, ich sag mal, zu der Geschichte von Nathan und Hey. seinem Bruder hat haben bekommen. Und dann haben wir schon so einige ja, Missionen gemacht. Es ist gerade der dreckige Alok ausgegangen hier. Muss man eben schnell die Geräte am Ton anpassen. Ist da jetzt mal eben mit drauf, kann ich nicht ändern. Kann ich nicht ändern. Muss man jetzt mal eben verkraften in der Aufnahme. So, weiter geht's. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder mit unserem Bruder zusammen, weil unser Bruder Scheiß am Stecken hat. Er wurde ja angeschossen, war aber nicht tot, hat im Knast überlebt. Halt, er hat aber da einen Drogenboss kennengelernt, der ihn mit rausgenommen hat. Und er hat ihm halt erzählt von dem Avery-Schatz und jetzt soll er den Avery-Schatz besorgen. Ich denke mal, das ist jetzt die Mission allgemein, die wir machen, um halt ja, das Leben unseres Bruders zu retten, unseres Bruders Sam. Entschuldigung. Ja, und dementsprechend sind wir jetzt auf einer Schwarzmarktauktion oder vor einer Schwarzmarktauktion und wollen halt dieses Avery-Kreuz. Was da ja in dem letzten Part oder vorletzten Part, was wir gesehen haben, was ja kaputt war, was unten hohl war, gibt es jetzt hier nochmal, aber was ist nicht zerstört. Also das Kreuz ist nicht zerstört und jetzt wollen wir mal gucken halt, ob wir das klauen können. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Daneben. Also, auf das Handgelenk kommt es an. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Wie ein Profi. Verarscht mich, ich muss ja nicht hier weiter runter. Doch, scheint so, als müsste ich hier weiter runter. Wohin jetzt? Hey, wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Macht er es jetzt zuerst oder wer macht das? Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Das ist natürlich ein bisschen krass hier, dass er jetzt hier so abspacken muss. Okay. Okay, schwingen. Zum Schwingen vorwärts gedrückt halten, okay. Man sollte vielleicht erst lesen, bevor man ihn einfach ausprobiert und rumdrückt. Bene lista. Hey, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können.
Ja, wir müssen natürlich nur aufpassen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit das hier mit den Schätzen auch ist, ne? Ob hier Schätze rumfliegen oder So nicht viele rumfliegen. Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Suchen wir mal hier ein bisschen was ab, weil die blinken ja dann doch ein bisschen auf, die Schätze. Also wie hier, korrekt. Denn der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Freaks, ey, ehrlich. Da, unser Fenster. Freak, Freak, Freak. Das ein bisschen absuchen hier. Hier gibt's nichts. Rüber und runter. Rüber und runter. Hier geht's weiter. Okay. Müsste halten. Was will er denn jetzt? Ich dachte, ich muss jetzt hier runter. Jetzt mach schon. Okay, sagen wir uns ab. Okay, komm runter. Haben das schon mal geschafft. Das Landen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kannst kaum erwarten. Mal gucken, was hier abgeht, ob man von hier was erreichen kann. Scheint mir nicht so. Was macht er jetzt da unten? Der Vogel? Oh, er kommt auch hier hoch. Okay, warte, was ist das denn hier? Hier kommt man hoch. Ah. Meinst wohl eher gefährlich. Mist! Alles klar da oben? Ja, geht schon. Gib Schwung jetzt hier. Go, go, go. Ja, schon krass, was die so können mit ihrer Kletterei hier. Aber. Irgendwann ist auch mal gut, ne? Jetzt sind wir, glaube ich, hier. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Ach, da hoch. Okay. Mit dir. Na komm schon. Okay, danke.
Nathan? Das Rossi-Anwesen, genau, wie war das? Was? Oh, er. Okay. Alles ja. Klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lange. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da holt mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Antipasti? Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am veganen Leben. Ehrlich? Du glaubst aber nicht. Veganem Leben, sagt er. Als wenn ich es geahnt hätte. Dass hier überall auch Schätze versteckt sind. Also, das ist ja echt. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Kuhs. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam. Mal liegen da hinten noch diese Overalls, die wir mitgenommen haben. Beruhigendes Argument. Ja. Komm, geh, Bitch. Lauf. Slampe. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielt sie dummen europäischen Techno. Entschuldigung. Dummen europäischen Techno, jawohl.
los. Verschlossen. Wie sollte es auch anders sein? War doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden.